Hallöchen, hier ist Kyoko und es geht seit Ewigkeiten weiter mit Spyro Seasons of Ice. Nein, ich habe es nicht geschafft, die Rennstrecken zu spielen, aber ich habe eine Notlösung gefunden, wie wir trotzdem zu Grandors Versteck kommen. Und das ist leider auf eine sehr unerfreuliche Art und Weise, aber naja, was will man machen? Wir müssen ja die letzten Feen eingesammelt haben, um das Versteck zu öffnen, weil man 99 Feen dafür braucht. Blöderweise kann ich die aber echt nicht kriegen, wenn ich diese Rennstrecken nicht schaffe. Und damit ich jetzt dieses Let's Play nicht ewig auf pausiert halten muss und endlich abschließen kann, habe ich mir gedacht, gut, dann verwende ich eben die Cheats, die eins für das Spiel mit implantiert wurden. Da gibt es mehrere, aber wir nutzen einfach nur den Cheat, mit dem wir uns zu jedem Level teleportieren können. Der funktioniert mit unten, oben, unten, links, rechts, oben, links und oben und dann A. Man hat dann dieses Geräusch gehört und wenn wir jetzt das Spiel anfangen, können wir uns ganz gemütlich, in Häkchen ganz gemütlich, dorthin teleportieren, wo wir wollen. Das Problem bei mir jetzt ist dummerweise, dass ich vorhin probiert habe, ob das auch echt funktioniert, ob wir damit wirklich zu Grandor kommen und es hat funktioniert, wie man sieht. Ich habe dann nochmal kurz getestet, wie sich der Gute so spielt. Und deswegen landen wir jetzt gleich hier, ohne uns einmal warten zu müssen. Um zu zeigen, was ich da gemacht habe vorher. Ich bin ganz normal hier auf den Atlas. Ah, meine Stimme. Und hier sieht man, wie viel ich von den Ringen, die Rubin und Edelstein allgemein habe. Hier sind nochmal die Feen, die ich insgesamt eingesammelt habe. Ich bin vom Spielstand Fortschritt. Ich kann nicht reden. Ich bin vom Spielefortschritt bei ungefähr 99,8% und habe hier auch echt alles gemacht soweit. Okay, in dem ersten, im Haus der Herbstfee, habe ich dann sogar noch die Steinzeitrennstrecke komplett geschafft. Aber hier, spätestens bei den beiden Drachen, hatte ich keine Chance, auf dem Hard Mode das zu schaffen. Und mit den anderen Strecken wurde es nur noch schlimmer. Hier dann auch nochmal. Da habe ich nicht mal die ersten bekommen, was nochmal viel frustrierender war. Tja, und jetzt ist nur noch Grandors Versteck, das auf uns wartet. Wobei ich mich aber gerade wundere, warum hier schon steht, eine von zwei. Ach, ich glaube, das muss ich nicht verstehen. Naja, und der Kampf gegen den guten Grandor wird sich so abspielen wie auch beim letzten Mal. Erstmal redet er mit uns, während wir Frame-Einbrüche haben. Du dachtest wohl, du wärest mich los. Tut mir leid, Drache. Pech gehabt. Und diesmal verwende ich das Eis als Waffe gegen dich. Also lass dich einfrieren. Okay, und da kann man echt sagen... Toll, jetzt... Vorhin hat echt alles geklappt und ich hatte keine Soundlags. Und jetzt ist das Spiel einfach nur so abgefuckt. Zur Strategie sage ich schon mal, dass wir zusehen, dass er... hier seine komischen Feuerkugeln bzw. Eiskugeln auf uns einsetzt. Dann springt er einmal böse hoch und wir können nochmal auf ihn los. Und das ist eigentlich ganz einfach, den Kugeln auszuweichen. Wenn wir dann eine freie Stelle bei ihm verursacht haben, können wir ihn ganz gemütlich rammen. Wow, das war gerade fast gefährlich. Aber nur fast. Wir wollen ihn auch schön immer am Rand haben. Zumindest empfinde ich ihn so einfacher. Dann kann man hier halt immer schön hin und her laufen. Und die Kugeln haben auch keine unendliche Reichweite. Also ist man da auch relativ sicher. Na los. Ach verdammt. Nein, 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 nein. Ich muss ihn noch einmal treffen. Verdammt. Und da hat es mich mein eigenes Leben gekostet. Das ist dann immer ganz schön ärgerlich, wenn man am Rand ist. Man kann ihn eigentlich gut schaffen, man sollte es aber nicht so waghalsig angehen wie ich. Und dann eben nochmal darauf bestehen, ihn zu treffen.
steht er jetzt wieder in der Mitte? Ich habe keinen Plan. Wow, ja. Er hat sich also wieder resettet. Und wir müssen hier im Kreis laufen. Beziehungsweise müssen nicht, aber das ist so aus meinen Erkenntnissen mit die perfekte Methode, um ihm auszuweichen. Ich glaube, mir ist egal, wo er landet. So. Na, schieß schon auf mich. Böse, 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 böse Kugel. Obwohl ich dann doch denke, dass es ganz praktisch ist, wenn er irgendwo am Rand ist. Weil dann haben wir mehr Platz, um ihm auszuweichen. Ah, verdammt! Puh. Und das hätte böse ausgehen können. Komm, Spyro. Lad mal bitte die Energie wieder auf. Weil mir das wesentlich angenehmer ist, wenn wir Energie haben. So. Huch, da sind sie ja wieder. Die bösen Kugeln. Das böse Eis. Zack, und nochmal einen Treffer geben können, ohne Schaden zu erleiden. Dann locken wir ihn wieder hier hoch. Obwohl jetzt blöd ist, jetzt kann ich ihn nur von hier oder von da unten angreifen. Ich hoffe, seine Kugeln fliegen gut, sodass wir an ihn rankommen. Ohne dass sie mich erwischen, aber scheinbar haben sie es eher auf mich abgesehen. Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum. Ja, und so haben wir also das Finale zu diesem Let's Play. Das zwar jetzt nur durch einen Cheat betreten werden. Oh, bin ich blöd? Scheinbar ja. Okay, die Position von Grendor ist doch blöder als erwartet, weil wir ihn echt nicht im Blickwinkel haben und bestimmen können, wo wir ihn jetzt beim nächsten Mal angreifen. Auch wenn wir es eigentlich... Oh, Spyro! Nein, ich kann es nicht riskieren, ihn nochmal anzugreifen. Und ich hoffe, jetzt kommen hier nochmal diese putzigen Teile. Ja? Die brauchen wir nämlich, damit sich Sparks die Schmetterlinge einsammeln kann, damit er Energie bekommt und wir nicht elendig verrecken. Gut, und ich merke mir wirklich, die Position für Grendor ist echt ätzend. Versuchen wir mal von hier ein bisschen zu triezen. So, jetzt hat er wieder alle Kugeln. Gucken, wenn er hier zu uns schießt. Wen genügend ablenken können. So. Und ob es dann auch für einen Treffer reicht. Nein, 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 nein! Oh, Spyro. Na okay, wir haben ihn aber zumindest jetzt aus dieser blöden Ecke raus. Möge das funktionieren. Ach, du schießt schon. Das war jetzt aber arg unfair. Und da unten hat irgendwie... Ach so, das war kein Bug von den komischen Büchern, die er da liegen hatte. Sondern das waren einfach nur Sparks Flügel. Schon am Anfang so aggressiv, Junge. Was ist denn los? Bist du so schlecht drauf? Hier. Da oben bist du doch auch noch ganz gut aufgehoben gewesen. So, genau, schieß. Hier können wir dich nämlich im Auge behalten. Und bei Gelegenheit angreifen. So zum Beispiel. Gut. Bleibt gleich in der Gegend. Ich hole mir jetzt erstmal ein bisschen Energie. Warte, ich bin gleich wieder für dich da. Oh, und habe ich eigentlich schon mal erwähnt, wie sehr ich Soundlecks hasse. Aber neuerdings ist mein Notebook dann nur noch am Schwächeln. Ach, verdammt. Das hätte so schön laufen können. Jetzt brauche ich erstmal neue Energie und ich kriege, glaube ich, schon den ersten Krampf, weil ich jetzt seit Stunden
aufnehmen. Ich habe die letzten Tage so wenig gemacht, weil ich auch so ein Tief hatte, weil die Technik nicht funktionierte und alles. Und da wollte ich mich nebenher einfach mal entspannen und offscreen beispielsweise Zelda weiterspielen und so. Na, und da kam ich halt eben auch zu nichts. Ach ja, und mich hat ja nochmal die ganze Zeit frustriert, dass ich nicht anständig rendern konnte. Okay, gerade hast du wieder neu aufgesetzt. Dann laufe ich hier mal fix lang, damit ich hier gleich wieder rüberfliegen kann. So, da hast du eine Lücke. Und die nutze ich gleich aus. So. Ich fliege gleich wieder rüber, damit du in dieser Ecke bleibst. Schön, zwei Köpfe machen auch nicht gleich zwei Gehirne. Der Gute ist nämlich nach wie vor dumm wie Brot, habe ich das Gefühl. Na los, fall auf meinen Trick rein. Genau so. Mach einen auf gefährlich. Und ich glaube einfach, weil ich eine Sicherheit haben will, mache ich hier mal einen Safe State. Und jetzt ist mir, glaube ich, das ganze Spiel abge... Nein, doch, es funktioniert noch. Ich weiß halt einfach nicht, wie viel er braucht. Und ich will ihn auch eigentlich nicht benutzen. Aber so eine kleine Sicherheit, wenn ich ihn schon mal ganz oft getroffen habe, hätte ich schon gerne. Weil mit der Ecke ist es echt perfekt. Ich muss ja sagen, für einen Endboss haben die Programmierer einen doch ziemlich enttäuscht. Weil es genau der Gegner ist, wie im, ich glaube, das Haus der Frühlingsfee war es. Man hat hier Haus der Frühlings- oder Sommerfee und man hat gar keine Innovation. Er macht genau das gleiche wie damals auch. Oh Mann, da war ich jetzt wieder blöd und ich, ja, ich hätte eigentlich nochmal angreifen können, aber ich habe keine Lust zu riskieren, dass mir was passiert. Naja, er macht wirklich überhaupt nichts Neues. Und das macht es irgendwie so ein bisschen langweilig. Was heißt ein bisschen? Okay, da sind die Kugeln gerade echt blöd geflogen. Los, mach mal lieber neue. So. Genau, dann schießt du hier mal nach oben zuerst und weiter in diese Richtung, damit ich von oben sozusagen eine Lücke bekomme. Oder von der Seite. So, manövriert und... Oh Mann. Los, die eine! Und natürlich bin ich reingelaufen. Ja, manchmal ist es echt ein bisschen blöd. Ey, und diese Soundtracks. Aber Leute, es tut mir echt leid, dass wahrscheinlich solche Soundtracks erstmal in Zukunft Standard sein werden. Weil mein altes Notebook, 2007 habe ich es bekommen, auch hat einen richtig schlechten Prozessor. Und ich habe eigentlich nichts nebenher laufen, aber es geht trotzdem nur in die Knie. Das sind die blöden Viecher. Ich kriege kein neues Eisvieh mehr. Es ist jetzt echt blöd. Hallo? Nee, es taucht echt keins auf. Hier jetzt wenigstens wieder eins. Also das sind jetzt echt doch eher unfaire Aussichten. Laufen wir hier erstmal die ganze Zeit im Kreis. Okay, da ist jetzt wieder eins. Ich hoffe, hier ist jetzt auch wieder eins. Und ich glaube, die anderen brauchen ein bisschen länger zum Respawn. Lalalalalala. Sehr toll, sehr toll. Na, was Spyro angeht, ich habe in letzter Zeit auch wieder
vermehrt Lust auf dieses Spiel. Und habe dann eigentlich auch schon aus Neugier Spyro Seasons of Flame angefangen. Und auch da schon ein bisschen weiter gespielt. Und das auch gleich aufgenommen. Und da ist ja wieder eins. Okay, und dich hebe ich jetzt einfach auf. Ach, und plötzlich kommt er wieder richtig schnell wieder. Das ist ja eine Frechheit. Oh Gott. Die fliegen gerade aber ganz schön assi. Wow. So, jetzt aber. Gut. Du bleibst da in der Ecke. Und jetzt haben sie sich scheinbar wieder für einen guten Respawn-Rhythmus entschieden. So. Laufen dann auch so rum. Und der ist tot. Ja, und das war jetzt irgendwie so ein bisschen unspektakulär, weil wir echt die ganze Zeit das Gleiche machen mussten. Aber naja, mal schauen, welches Ende dieses Spiel jetzt nimmt. Na gut, ich will kein schlauer und mächtiger Zauberer mehr sein. Ich will nur noch diesen zweiten Kopf und diese Kopfschmerzen loswerden. Hier, du kannst auch noch diese letzte Fee zurückhaben. Die kann mir sowieso nicht helfen. Vielleicht frage ich mal die Pandas, wie man meditiert. Wenn ich Glück habe, hilft das gegen die Kopfschmerzen. Du hast mich gerettet und danke, Spyro. Und du, Grendor, warum hast du mich nicht einfach gefragt, ob ich den Zauberspruch rückgängig machen kann? Du hättest einfach nur fragen müssen, du Doofmann. Ich mache das doch mit links. Und Grendor verwandelt sich zurück. Mein zweiter Kopf ist weg und meine Kopfschmerzen sind auch weg. Ach, ich verspreche, dass ich mich nie wieder mit Zauberei beschäftigen werde. Ich weiß selber nicht, warum ich es ausprobieren wollte. Ich möchte lieber in der Bibliothek arbeiten. Wenn ihr euch jemals Reiseführer anschauen wollt, dann besucht mich einfach. Die Bibliothek? Richtig. Ach ja, und ich kann jetzt wieder zurück zum Strand. Endlich kann ich meine Ferien genießen. Keine Rhinoxe mehr, keine verschwundenen Feen mehr und leckere Getränke mit Schirmen darin. Ja, ja, wobei ja immer noch in den Rennstrecken einige Feen zurückgelassen wurden. Aber naja. Und es gibt Credits. Mann, Mann, Mann. Und was kann ich zu diesem Let's Play sagen? Auch wenn ich jetzt gerade nur ein Part davon gespielt habe, kann ich mich noch erinnern, dass es, als es vor einem Jahr, gut wie vor einem Jahr, in den Start ging, weil ich Sonic Advance nicht weiter aufnehmen konnte, habe ich viel Spaß damit gehabt. Das war ein super Anfangs-Let's Play, weil man eben viele Freiheiten hatte, irgendwie was zu erzählen, und man wurde jetzt nicht so krass gefordert, dass man sich nur konzentrieren musste. Vom Spielschwierigkeitsgrad her ist es halt so ein gutes Durchschnittsspiel. Ich habe es damals, als ich es gekauft habe, für 20 Euro runtergesetzt bei Real bekommen. Und dementsprechend war es mir auch damals das Geld wert. Es hat eine angenehme Spiellänge. Ich habe jetzt 52 Parts, glaube ich, soweit ich weiß, dafür gebraucht. Klar, die Rennstrecken sind jetzt echt ätzend, aber die haben dann nochmal, wenn man die nicht schafft, zumindest einem überlassen, dass man Cheats eingeben kann. Teilweise halt auch richtig blöde Cheats, wenn ich mir denke, man kann mit 99 Leben in einem neuen Spiel anfangen oder unbegrenzte Energie für Sparks in den Sparks-Leveln oder unbegrenzte Waffen für Sparks. Oder dass man sich von Anfang an jede Waffe immer aussuchen kann. Aber naja, was soll's. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon, nächstes Jahr oder Ende dieses Jahr darauf, dann Spyro Seasons of Flame hochzuladen. Eigentlich sollte das ja erst später kommen. Aber ich kann derzeit dummerweise sowohl Sonic Generations nicht rendern, als auch Sonic Adventure 2 Battle. Ja, das ist jetzt alles irgendwie zwangspausiert. Ich gucke trotzdem mal, dass ich das so schnell wie möglich beheben kann.
Und werde dann in der Zeit weiter meine Game Boy Advance Projekte hochladen. Wie zum Beispiel thank you for playing, bla bla bla, we hope you enjoyed it as much as we enjoyed making it. Ach, das ist ja süß. Na wirklich, ihr seid süße Entwickler, auch wenn ihr danach zumindest nicht wirklich eine erfolgreiche Fortsetzung, sag ich mal, gemacht habt. Zumindest ist ja das Spiel in Japan nicht mehr erschienen. So, nervige Soundlabs sind nervig. Spyro, ich habe nach Grendors Zauberstab gesucht, kann ihn aber nicht finden. Dafür habe ich mein Zauberbuch wiederentdeckt. Doch ich glaube kaum, dass es mir hilft. Du musst schon alle 99 Feen finden, bevor ich genug Zauberkräfte zusammen habe, um das Tor zu öffnen. Ich glaube, Grendor ist dahinter. Okay, gut, und wir haben es ja freigecheatet, also ist hier alles nach wie vor. Sie sagt halt, dass sie den Zauberstab noch braucht und halt sonst so nichts machen kann. Ich gucke mal kurz im Atlas, wie das mit der Vollständigkeit aussieht. Immer noch 99,8. Mal schauen, ob uns die Fee angerechnet wurde. Ah! Okay, dann haben wir eine Fee dafür bekommen, dass wir das Level betreten haben, weil das Spiel dachte, okay, wir haben alle 99 Feen gesammelt. Und das zweite halt dafür, dass wir diese Fünkchen da befreit haben. Naja, und das ist jetzt so grau, weil wir haben es ja offiziell nicht freigespielt. Und deswegen bleibt das im Atlas so. Okay, gut, Freunde. Ich hoffe, wie bei jedem Let's Play, dass es euch gefallen hat. Für diejenigen, die sich das Let's Play noch nicht ganz angesehen haben. Ich glaube, das ist vielleicht auch nicht so empfehlenswert, weil das war mein zweites. Und am Anfang hatte ich noch diverse Soundprobleme und alles. Und da sind Parts zwischen... da kräuselt sich wohl bei den meisten die Fußnägel hoch. Und teilweise auch nicht in einem guten Videoformat und alles noch 480p, weil ich es nicht besser konnte. Aber naja, diejenigen, die vielleicht von Anfang an schon mitgeguckt haben und Gefallen dran gefunden hatten, ich hoffe, denen hat dann das Let's Play im Ganzen gefallen. Die haben auch mit der Zeit auch besser wurde mit dem Let's Playen und so weiter und so fort. Und dass das vielleicht ein netter Abschluss ist. Wir sehen uns dann hoffentlich in Spyro Seasons of Flame wieder, auch wenn es nicht gerade ein Let's Play ist, das so... Naja, also es ist halt kein Spiel, das jetzt groß Interesse aufwirft. Zumindest habe ich das Gefühl. Aber es macht halt trotzdem Spaß und vielleicht sehen wir uns ja wirklich teilweise in dem Let's Play wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Liebe Grüße, eure Kyoko.